Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Good Pizza, Great Pizza wurde vorgeschlagen. Und hier ist es. Sieht mir so ein bisschen aus wie ein Klickerspiel, habe ich das Gefühl. Now open! Yay! Unser kleiner Pizzabude ist offen. Wir haben auch einen bösen Rivalen. Story Mode Tag 1. Options und Store. Erase Safe. Okay, gut, lass uns mal. Endlos Modus ist noch gesperrt. Okay, Story Modus Tag 1. PNN, Pizza News Networks. ...24-7 Pizza, okay. Ja, sie sagen gerade, dass jetzt ein neuer Pizzashop aufgemacht hat, ob wir den Konkurrenten noch schlagen können, der uns da gegenüber ist. Werden wir mal sehen. Da drüben ist unser Rivale. Das ist doch er. No. Okay. Er möchte, dass wir eine Pizza machen. Alles klar. Dann einmal die Tomatensauce hier drauf. Mal, kann man so ein bisschen verteilen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Das kostet uns natürlich auch was, ne? Seht ihr ja. Uiuiui. Das ist ziemlich viel Soße und Käse, würde ich mal meinen. Ja, dahin kommt sie langsam wieder raus. Der Käse ist immer noch nicht geschmolzen. Just 6 slices. Hm, okay. Ach so, 6 Stücke. Ja, logisch. Sind 6 Stücke natürlich. Ach, guck mal, ich habe schon einmal geschnitten, okay. Und jetzt hier noch einmal. Und dann hier rein. ja, vielen Dank dafür. Okay. Eine Käsepizza, kein Problem. Natürlich ein bisschen Soße kommt da drauf. Tschu, so. Ein bisschen Käse. Und ab damit. Ach, hier unten muss ich anfassen. Rin mit der Pizza. Natürlich schneiden wir die, selbstverständlich. Weil die hat ja ein Kind dabei. Und das braucht natürlich kleine Stücken. So weißt du, kann nicht in die ganze Pizza reinbeißen. Achso, guck mal hier. Ups. Das war ungewollt, tut mir leid. Aber so ein kleines für das Kind, ja, ist ja klar, oder? Ach, sehr ruhig. Ich hab's fürs Kind gemacht, du blöde Olle. Das ist so dumm, ey. What the fuck? Achso, vielleicht hätte man noch weiterfragen sollen, wie viele Stücken und so, wa? Ich glaube, da muss man noch weiterfragen. Oder vielleicht ist es einfach 6 Stück, ist Standard. Was sind es 8? Ne, sind es 8, oder? Also eine Pizza hat doch viel mehr, oder? Hm. Gucken wir mal gleich mal. Einmal so. Einmal so. Einmal so und einmal so. Ja, okay, ich habe es bisher immer falsch gemacht anscheinend. Ich werde jetzt immer mal weiter fragen. Okay, gibt anscheinend keine weiteren Infos dafür. Sollen die so meckern, ey? Guck mal, ich hau den sogar schon zu viel drauf.
Leider ist die Zeit gleich abgelaufen. Hier seht ihr bei Tag 1. Jetzt kommt also kein neuer Kunde mehr, sondern wir können den nur noch bedienen. Eine Pizza doch 8 Stück, ne? Also sehe ich doch genauso. Also seht ihr doch genauso. Ich kriege meine Pizza ja auch mal in 8 Stück und nicht in 6 oder so. So, bitte sehr. Verstehe ich nicht. Warum haben die Probleme? Gut, 33,83 bekommen. Insgesamt 10 müssen wir für die Miete bezahlen. Supplies used, also die ganzen Gebrauchsgegenstände, ich glaube, da ist der Teig. Soße und Käse. Und dann haben wir insgesamt 12,08 Profit am Tag gemacht. Upgrades. Pepperoni for free. Sausage, Mushroom, Olive, Onion, Pepper. Okay. Also ein bisschen an Cooking Fever. Gut, er möchte jetzt also eine Pepper-Dinger da haben. Ups, kann ich die noch verschieben? Ne, kann ich nicht mehr. Ihr seht also, hier soll man überall die Pepperoni draufpacken. Die sind irgendwie ein bisschen teuer, ne? Wie teuer ist eine? 10. Oh, das ist nur, also 0,1 Dollar. Das ist heftig. Jetzt haben wir natürlich was verkackt. Also wir müssen die... ja, für den ist natürlich ganz klar, kriegt er nichts Richtiges. Der Typ hat mir nichts zu sagen. So. Da. Und da. Und da. Ey, guck mal, ist doch fast richtig, oder? Er kriegt sogar mehr Pepperoni. Blöder Penner. Alles klar, Kollege. Verpiss dich in dein Restaurant rüber, du Spacko. Okay. Just pep, cheese and crust. Cheese and pepperoni is cut into 6 slices. Ja. Also er möchte keine Soße haben, alles klar. Wenn er es halt möchte. So, wie machen wir das denn? So. Muss ich natürlich ein Auge dafür haben, wo die Stücke nochmal sind. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ah, das ist schon eigentlich ganz okay. Aber ein Stück Pepperoni ist echt wenig, ne? Aber egal. So ist es halt. Wenigstens krieg ich hier noch ein Dings. Ach, ist egal, komm, schnippel die jetzt hier. Das ist in Ordnung. Da hast du. Ja, schon ungeduldig. Ja, ich habe halt zu viel gefragt. Also sie will wieder alles haben. So, Pepperoni, zack, 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 zack. Guck mal, kann man sogar ein paar mehr Stücken drauf packen. Ey, ist ja fast perfekt, oder? Ey, komm ich gar nicht jetzt mal rum, oder? Kriegen nur ein Stück Pepperoni pro Pizzastück, das reicht. Sonst werdet ihr zu fett. Gerade du, ja, du siehst schon so aus, ey. Ich meine, gibt da trotzdem viel Geld, ne? Okay. Ist kein Ding. Da kriegst du noch eine Pizza. Was ist so witzig? Ich stell mir das gerade vor, wenn mir das wirklich einer hingeben würde. Ich hätte gerne eine Pepperoni-Pizza. Alles klar, kriegst du.
Dann hast du die Pepperoni-Pizza. Er wollte so, ja. Okay. Was? Call in Stick and Claim. Was? Noid Free, das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich nicht alles verstehe. Egal. Ich wollte jetzt gar nicht skippen, aber egal. Jetzt kommt der Typ wieder, oder? Nee, doch nicht. Hey, Cheese, half Pep. What? Half Cheese, half Pep. What? Half Sauce und Cheese und half Sauce, Cheese. Und Pepper. Willst du mich verarschen, Alter? Oder Pizza, ey. Ganze Pizza, du Spacko. Das ist interessant, dass wirklich die Kosten dafür gezählt werden, wenn man jedes einzelne Stück nimmt. Das ist, finde ich, cool. Das ist nicht doof durchdacht. Jetzt kann ich mir theoretisch hier den Zettel nochmal angucken. Jetzt sind die wirklich brauner, ne, habe ich das Gefühl. Also vorher hatten die wie gar keine Farbe. Ups. Ah ja, war schon wirklich, ich würde sagen, fast richtig gewesen. Ey, es war ja wirklich fast perfekt. Da. Das ist die Leute dumm teilweise, ey. Ja, halt den Mund. Wenn ich so viel nachfragen musst, du Lutscher. Hey, I'd like a pepperoni. Okay. Hälfte Pepperoni, Hälfte Dingensen. Ich gehe mal von aus, Soße ist normal. Huch. So, zack und zack. Und bitte die andere Pepperoni. Ein paar mehr Scheibchen kriegst du, ist in Ordnung. Naja, eine Hälfte Käse, eine Hälfte Pepperoni, ne? Ist ja ganz einfach. Was krieg ich irgendwo auf Pizza? Das ist das Assi, ey. Assi! So, die eine Hälfte, ja, da ist halt ein bisschen Käse drüber, so also offen rumzuheulen. Komm, pack die Scheiße schneller ein! Und ich habe ordentlich Trinkgeld bekommen. $3 Trinkgeld oder so. Das ist halt mal die Differenz von dem, was ich vorher hatte. An Trinkgeld. Okay. Jetzt fangen sie an hier mit halbe Seite und so. Hups. So, ich brauche ein bisschen. Schon ein bisschen was sehen. Peperoni auf eine Seite. Okay. So. War so, ne? Genau. Schön knusprige, krosse Pizza mit zerlaufendem Käse. Köstlich. So, machen wir es mal so hier. Upsi! Auf rum zu heulen jetzt. Oh, komm, einer kommt noch. Oh, ist, oh, verdammt. Half P. Der wurde die Hälfte vollgepinkelt haben. Alles klar. Cheese, okay. IFA, das ist jetzt nicht viel gewesen, ne? Das war jetzt wirklich nicht viel. So, Tag 4. Okay. Das ist kein Ding, oder? Nur war Cheese gewesen. Also, Soße kommt drauf. Einmal Hälfte Käse und dann. Einmal Pepperoni. Also, komplett Pepperoni. Einfach so nach Herzenslust und so die Pepperoni verteilen. Ach, köstlich, köstlich. Ja, komm, das ist doch fast so. Pulle den Käse raus. Das mache ich auch immer so. Stellt euch mal nicht so an. Jetzt verschwinde. Andere Kunden wollen auch noch. Okay. Ja, wenn er nichts dazu sagt, dann ist es komplett. Mit Käse und allem drum und dran.
So, hier gibt es noch so viele Zutaten. Später kann man sogar später noch eine zweite Pizza gleichzeitig zubereiten. Das ist schon krass, ey. Und die eine zweite Pizza schneiden wahrscheinlich. Und sie noch einen Tisch kauft. Cooles Spiel, ja, so ähnlich wie Cooking Fever halt, ne? 0,68 Dollar als Trinkgeld, das ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ih, Alter. Okay. Ich meine, ich bin ja mal so nett. Allerdings, na gut, ein bisschen Fleisch brauchst du ja auch, wa? Kriegst schon ein paar Peperonis drauf. Machen wir hier ein bisschen Soße drauf. Ein bisschen Käse. Ich bin ja mal großzügig, ne? Vielleicht ist es ja ein Undercover-Millionär und der möchte testen, oh, ist er nett zu den Leuten oder nicht? Und ja, gebe ich mir einfach mal. Jetzt habe ich natürlich nicht gefragt, gegen was ist er denn allergisch und so. Das ist natürlich meinerseits ein grober Fehler hier, also wenn er dann an der Pepperoni stirbt, das ist natürlich doof. Ich hätte ihm natürlich auch gerne eine halbe Pizza gegeben, aber naja, gut. Bitte sehr, bitte sehr. Okay. Vier Stücken. Ihr möchtet nur vier Stücken, seht ihr? Also, was war gewesen? Das Half No Sauce, okay. So. Komplett mit Käse. Pepperoni? Nee, okay. Aber nur eine Käsepizza. Verstehe nicht, wie man bitte nur Hälfte so. Was ist denn das? Gibt wirklich. Gibt auch in echt solche Menschen, die sowas. Verstehe ich nicht. So. Eins und. Zwei und fertig. Okay, Tag ist leider rum, aber wir können die trotzdem noch bedienen. Ich werde das akzeptieren. Bist du behindert oder so? Hast du noch extra Wünsche, du Penner? Ich schmeiß dich gleich raus, du Arsch. Oh, ich habe ziemlich viel rausgehauen heute an Zeug. Das war heftig. Ja, natürlich, weil ich auch eine kostenlose Pizza gegeben habe. Ja. Speedy Oven und More Tables für 90. Maintenance. Hier ist Wartungsarbeiten für später irgendwas noch, was wir brauchen. Okay. Next day. Aber ich mache jetzt. Es macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Es macht wirklich viel Spaß, aber fürs Angespiel reicht es jetzt erstmal. Und ich kann mir vorstellen, später wird es halt wieder so extrem komplex wie bei Cooking Fever und das macht einfach wirklich gar keinen Spaß mehr. Wenn er dann mehrere Pizzen vielleicht gleichzeitig machen muss und dann hintereinander und der wartet da auch. Garantiert werden später noch mehr Leute gleichzeitig kommen. Deswegen gibt es noch einen zweiten Tisch. Ja, aber ansonsten eine witzige App, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Und wenn ihr das spielen möchtet, Good Pizza, Great Pizza in der Videobeschreibung sind Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.